Mahlzeit Leute, was geht ab? Mein Name ist Ole und ja, die Motorradsaison fängt wieder an oder hat jetzt angefangen und ich befinde mich hier heute im Waschkeller. Der Pornokeller ist nebenan, zeige ich euch beim nächsten Mal, kleiner Spaß. Man muss natürlich nicht nur sein Motorrad wieder technisch in Gang setzen, sondern auch seine Motorradkleidung. Helm natürlich, Handschuhe, Kombi, Stiefel und so weiter. Und ich zeige euch heute mal, was ich da so mache. Oder womit ich das mache. Fangen wir mal an hier mit dem Helm. Ui, Memo, guck mal. So, natürlich hier schön shiny shiny, auch relativ sauber eigentlich. Den habe ich natürlich auch sauber weggepackt am Ende der Saison. Wollen wir mal sehen hier. Ja, hier ein paar kleine Überreste von irgendwelchen Insekten, die nicht schnell genug waren. Aber insgesamt finden wir sehr sauber. Alles am Glänzen, den können wir so lassen. So, dann hier Handschuhe. Sind natürlich auch ein bisschen dreckig oben drauf. Das Gröbste hatte ich letztes Jahr schon abgemacht am Ende der Saison. Ich verwende hier einmal die Lederpflege von Lewis. Aber bevor ich das mache, natürlich erstmal den Lederreiniger. Gerade fokussieren hier. Hier der Lederreiniger. Dazu habe ich noch von Doc Martens jetzt in dem Fall eine Textilbürste. Ist auch sehr zu empfehlen. Ihr könnt aber auch die von Sonax nehmen zum Beispiel. Und noch ein fusselfreies Tuch. Ja, fangen wir erstmal an hier das Ganze ein bisschen zu reinigen. Steht auch drauf, wie man das macht. Natürlich auch hier die Innenseite, die Handinnenflächen reinigen. Sehen schon wieder fast aus wie neu. So, kommen wir zu den Stiefeln. Machen wir auch erstmal sauber. So, hier die Buchse. Die wird natürlich schon mal dreckig, logischerweise. Natürlich, wenn einem der Stift geht, innen drinnen ganz besonders, klar, gucken wir nicht rein. Und ja, natürlich sind meine Knieschleifer noch ganz. Wir bewegen uns ja immer legal und immer im sicheren Bereich auf öffentlichen Straßen, von daher sind die unversehrt, klar. So, jetzt natürlich das Wichtigste, die Jacke. Die ist natürlich auch immer am dreckigsten mit Abstand. Ja, jetzt lassen wir hier erstmal alles in Ruhe trocknen und als nächstes geht es dann raus, um die Lederpflege aufzutragen. Das sollte man nur im Freien machen, weil das hier ein Aerosol ist, was man da verteilt. Und dann ist die Kombi wieder soweit einsatzbereit für die Saison. So Leute,
Ich bin jetzt hier draußen, damit wir hier die Lederpflege auftragen können. Ich habe ja gesagt, das sollte man besser draußen machen. Und ich lasse euch daran jetzt einfach mal teilhaben. So Leute, hier sind wir. Da steht das Ding. Jetzt wird ausgewintert. Zwischenschnitt. So, wir haben jetzt hier die Batterie und das Batterieladegerät. Oh, moin. So, ich habe das Batterieladegerät schon angeschlossen an die Steckdose. Jetzt fangen wir an hier mit dem Pluspol. Auf dem Pluspol der Batterie und mit der Minusklemme auf dem Minuspol. Schon nochmal hier einen Ausschlag, kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, aber das Gerät lädt jetzt. Ich würde sagen, ich lasse das ungefähr so 4 Stunden da dran, dann haben wir eigentlich ausreichend Ladung wieder in der Batterie, um den Motor zu starten. Zwischenschnitt Ende. We'll be right back.
So Leute, nachdem die Maschine warm ist und ich heiß bin, kann ich jetzt nur sagen, wieder schauen und reinhauen. Spaß. Ich werde jetzt noch eine Runde drehen. Das ist jetzt meine erste Runde diese Saison. Da werde ich euch nicht mitnehmen. Und demnächst geht es dann weiter mit mehr Content. Jetzt im Sommer natürlich mit dem Motorrad, aber auch mit Autos natürlich. Bis zum nächsten Mal. Liken, teilen, kommentieren und abonnieren natürlich nicht vergessen. Haut rein, stay tuned, ciao.